Willkommen zurück zu Battle Chasers Night War. Beim letzten Mal, ja, nicht viel erlebt, aber hier einen großartigen Kampf gehabt mit einem Luftschiff oder so, was mich schon mal angegriffen hat, bin ich fast der Meinung. Und ja, jetzt haben wir es halt besiegt. Lief echt super, haben ein Artefakt bekommen und ich habe gerade vor ein paar Sekunden, Minuten, Stunden, Jahre, nee, Jahre nicht, gesehen, ich habe eine neue Waffe gekriegt. Aber das bei der vorletzten Folge schon, und zwar mit Monika. War mal so da. Ausrüstung Caldeus Überfall Zwillinge. Ist richtig geil, muss ich sagen. Zumindest was dort steht, was dieser Effekt hat. Caldeus Überfall. Steigert für die erste Aktion in der Schlacht die Angriffsstärke um 1506. Und die Crit-Chance um 10%. Ist, worth, würde ich sagen. Dafür musste ich aber 100 Lebenspunkte abgeben. Easy. Wir könnten das jetzt betreten, aber das ist nicht unser Ziel. Heißt, wir gehen weiter. In die nächste Schlacht. So, eigentlich wollte ich mal was trinken, hatte ich schon vor 3, 4 Folgen gesagt. Ah, gleich besser. Wahnsinn. Warum zur Hölle habe ich immer noch so einen hässlichen Fluch auf mir? Hasse das. Okay, der kann nicht viel. Dann machen wir halt den Schleim zuerst. Aha. Es war geil, dass Monika im Verstohlenheitsmodus ist, aber wenn ich halt Überfall zuerst machen möchte, müsste ich 20 Mana investieren und die habe ich nicht. Mist. Egal, oder? Ach komm. Was soll der Geiz? Wir können uns es doch leisten. Machen wir nochmal drauf oder machen wir... Ach komm, wir gehen in Verteidigungsmodus. Galli ist Tank und nichts anderes haben wir sie ausgewählt. Wir werden aber trotzdem hier nochmal einen Angriff deklarieren. Oder eröffnen. Wenn das Ding tot ist. So. Okay. Spotten wir mal eben. Und dann machen wir mal eben eine Heilung. Wieder auf Galli, weil die hat schon wieder so wenig Lebenspunkte. Wenig, was ist wenig? 2300. Ist ja nicht so wenig. Aber es ist halt weniger als sonst. Gut. So, gehen wir im Verteidigungsmodus. Danke schön. Ich habe 2-mal Fluch auf mir, warum auch immer. Oh, betäubt. So. Abwehrhaltung könnten wir auch mal machen. Oha, ja. Bis zum nächsten Mal. Ist Galli 3-mal dran. Ja, Verbrennung, Gift. Gibt es noch irgendwas? Unterkühlung, Schwäche. Ja, ist super. Was hat man gesagt? Spott könnte man mal machen. Und die gute Monika setzt man nochmal in Verstohlenheitsmodus und werden gleich noch einen Überfall starten. Kann ich vielleicht irgendwas halten? Nein, Superfähigkeit wollte ich nicht. Kann ich irgendwas... Na gut, das hätten wir vielleicht mal einsetzen können. 30 Mana. Können wir auch jetzt noch. Machen wir mal. Ich habe es noch nie gesehen. Einfach mal. Weil ist so. Hey, mehr Eile. So, Überfall. Natürlich. Erstmal ganz weit unten den Überfall starten. Oh Gott, nicht gut. Na gut, das geht noch.
Hoffentlich ist er RIP. Oh ja. Ich glaube, mit Garrison würde das nicht so einfach hier durchgehen. Habe ich zumindest so im Gefühl. Mein Gefühl kann mich auch täuschen. Hat's schon oft. So ist nicht. Was haben wir hier oben? Auch noch eine Art Friedhof oder so. Steindickicht-Ruin. Hier können wir jetzt noch wieder natürlich einen Kampf mitnehmen. Müssen wir auch. Aha, müssen wir nicht. Wir hätten außen rum gemusst. Hätten wir das von Anfang an so gemacht, dann hätten wir eine Menge Mobs uns ersparen können. Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir außen rum. Was soll der jetzt? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde eigentlich, wie gesagt, bei der letzten Folge eher aufhören. Hat nicht geklappt. Und wieder 24 Minuten. Und von daher, ja. Schauen wir mal, wie es heute wird. Oh Gott, Monika hat schon drei Flüche auf sich. Ich muss aufhören, die Flüche zu sammeln. Nein, nicht verspotten. Ach. Ich wollte mal einen Fluch mit dem sammeln. Wartet mal, Ausweichmanöver hier. Zack. Okay, Verteidigung. So. Na, haben wir einen Fluch bekommen. Habe ich gerade noch gesehen. Also wenn diese komischen Gestalten so ein... schön. Ja, so einen zerrissenen Totenkopf haben, kriegst du auf jeden Fall einen Fluch. Und diese Flüche hat man ja in der letzten Folge mitbekommen, bedeuten nichts Gutes. So. Drei Punkte übrig. Da kann man nichts einsetzen. Schade. Was ist mit dir? Fünf Punkte. Wäre schon ein bisschen besser. Steigert die Ausdauer. Erhöhte Crit-Chance, steigert physische magische Abwehr. Das ist alles nicht schlecht, sag ich mal. Aber hier hätte ich schon gerne das. Ich bräuchte noch einen Punkt. Ist natürlich bäh, Kacke. Hält 66 Lebenskraft mehr. Also diese 66 Lebenskraft, die können sie sich gerade echt in die Haare schmieren, dann mache ich lieber das. So. Gesagt, getan. Oh, da haben wir einen Teleporter. Nice. Kommen wir eben zurück. Ja, wir können zurück nach Harmswick. Kurz nochmal ausruhen. Die werden zwar wieder irgendwas labern, aber immer herein! Werden wir auf jeden Fall machen. Habe ich überhaupt noch genug Kohle? Ich weiß es gar nicht. Hedda, Rosskübel. Wie lange stehst du jetzt schon an diesem Fenster? Solltest du nicht für die Nacht herunterfahren? Bzzz. Bretto, was ist los? Die Maschinen auf dieser Insel. Es sind allesamt Waffen für den Krieg gebaut. Um zu töten. Ich suche schon lange nach anderen wie mich. Bzzz. Doch jetzt werde ich an meinen Daseinszweck erinnert. Warum ich gebaut worden bin. Ich verstehe. Also denkst du jetzt, dass du bloß ein gehender, sprechender Schutzturm bist? Ist es das? Bzz, eine starke Vereinfachung, aber ja. Auf dem Luftschiff, als Gully abgestürzt ist, du bist hinterhergesprungen. Warum? Befreundete Einheiten zu schützen gehört zu meinem primären Direktiven. Einheiten? Direktiven? Hast du den Verstand verloren? Als sie dich gemacht haben, war ein Kriegsgolem das Leben von 100 Soldaten wert. Vielleicht sogar 1000. Glaubst du, es gäbe eine Direktive, die zulässt, dass du dein Leben für ein Kind wegwirfst? Bzz. Das warst ganz allein du. Du bist gesprungen, weil du dieses kleine Mädchen liebst.
weil sie deine Freundin ist und keine Einheit. Du veränderst dich, Prato. Schon seit ich dich vor all den Jahren aus diesem Schrotthaufen gezogen habe. Du bist nicht bloß irgendeine Maschine. Krieg. Das endlich... Achso. Dieses Krieg, ja. Krieg das endlich in deinen gepanzerten Dickschädel. Es gibt keine anderen wie dich. Was du früher warst, spielt keine Rolle. Du bist jetzt einer von uns und wirst es immer sein. Ich danke dir, Nolan. Ich bin stolz, dass ich dich eine befreundete Einheit nennen darf. Calibretto, hast du gerade einen Witz gemacht? Das habe ich. Ha, du steckst voller Überraschung. So. Voll ausgerüstet können wir jetzt endlich mal weitermachen hier. Yay. Da. So. Natürlich, neue Mobs sind gespawnt. Ah, gut, wir könnten jetzt hier unten hin das Tor gleich mal öffnen. Oh, damit wir auch zukünftig hier wieder durch können. Falls etwas sein sollte. Oha. Oha, oha, oha. Der nächste Dungeon. Oh, wieder so ein hässliches Teil. Och nee. Verspannt. Jetzt muss Gully das Ding töten. Oha. Das wird nicht so einfach. Das wird definitiv nicht einfach. Doch, eigentlich schon. Zack, 112 Lebenspunkte geheilt. Einfach mal so. Nicht das mit 66 Lebenspunkte. Easy. So, guck mal. Zwingenburg. Schwer, sehr schwer, unmöglich. Alles klar. Sehr schwer. Hatten wir das bei Totenwacht auch? Sehr schwer? Oder waren wir da bloß auf schwer? Ich weiß es gerade gar nicht. Zwingenburg. Diese alte Befestigung steht auf einer Halbinsel im Ostmeer und ist die Spitze eines Speers der ursprünglich angreifenden Flotte aus der Vereinigten Territorien. Was? Der ursprünglich angreifende Flotten aus den Vereinigten Territorien durchbohren sollte. Irgendwas stimmt doch schon wieder an diesem Satz nicht, oder? Egal. Trotz ihres Alters und der offenkundigen Vernachlässigung sind Lichter darin zu sehen. Manche in äußerst merkwürdigen Farben. Glühwürmchen auf LSD. Genau. Quatsch. Tja. Mache ich das jetzt so? Mache ich es nicht? Schwer, sehr schwer. Wir können ja mal sehr schwer machen. Und falls ich feststellen sollte, dass es wirklich... Naja, fast nicht zu schaffen ist. Wir haben was wohl mal auf normal spielen müssen, anstatt nur heroisch. Let's go! Battle Chasers Night War. Das Bestagung liefert Informationen über alle Feinde. Nein. Doch. Oh, warte mal, alle Feinde? Geht gar nicht. Oder ist das hier zu sehen? Nee, bloß die Spieleanleitung. Hoffentlich renne ich nicht wieder in irgendwelche unsichtbaren Mobs rein. Ich hasse das. Du siehst die ja nicht so richtig. Nachtschatten. Oh, du hast einen Schatten. Nur eine Kiste. Was ist mit dieser Musik? Ich krieg ein bisschen Angst, muss ich sagen. Weil dieses...
geht bei mir vom rechten, also ich habe ja Kopfhörer, von der rechten Ohrmuschel auf die linke rüber und ein paar Sekunden später von links auf rechts. Da denkst du, da ist gerade ein Geist irgendwie unterwegs oder so. Oh. Noch was? Nein. So, wie sieht's aus? Was? Es geht links und rechts lang, sonst geht's immer bloß in eine Richtung. Oh nee, du. Achso, das ist ein Dach. Ich hab gedacht, hier geht's hoch. Oha. Wie ich befürchtet habe, sie beschwören Bargus. Er war nur ein General. Wie schlimm kann das sein? Er ist so groß wie 10 Männer und sein Schädel besteht aus Unheilsfeuer. Na gut, das ist schlimm. Nachdem Verus die dunkelsten Formen der Magie lernte, hat er auch seine Anhänger auf einzigartige Weise gestärkt. Das hört sich nach einer Untertreibung an. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Für den Lich werden andere in Zwingburg tätig sein und kleinere Rituale wirken, um seine Beschwörung zu verstärken. Nur wenn wir sie finden und vernichten, können wir ihn seines Schutzes berauben. Wenn wir schnell genug sind, können wir ihn töten und Bargus am Durchbruch hindern. Ja genau, jetzt soll ich auch noch nach Zeitlimit oder was? Und wenn nicht, dann wird es kompliziert. Unterbündetes Beschwörungsritual. Besiegt Beschwörungslicht 1. Alles klar, ich weiß nicht, wo das ist. Auf jeden Fall 2. Ich gehe erstmal nach Norden. Oder Osten? Ne, Westen ist das. Nordwest. Ich gehe nach Nordwest. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Oh. Knapp, knapp, liebe Leute. Knapp, knapp. Ja, genau. Wo geht's lang? Keine Ahnung. Ich gehe einfach hier durch. Es wird schon irgendwie stimmen. Ah, hier haben wir noch einen Teleporter. Ah ja. Also hier scheinbar halbwegs richtig zu sein. Möchte man annehmen. Darüber kann ich nicht, oder? Das wäre aber schön. Kurz warten. Na, halt. Nee, da kann ich nicht rüber. Oh Gott. Hä? Was nun? Oh nee. Oh. Alter, ich bin doch nicht bei Space Invaders. Was soll denn das? Deine Superkraft hat sich gewirkt. Natürlich. Als ob ich das jetzt brauche, oder wie? Ey, geh weg. Och, Mann. Zurück. Die nicht. Nein! Irgendwie einzeln pullen. Mit gut Glück funktioniert's nicht. Oh Gott, das wird hässlich enden. Das wird sehr, sehr hässlich enden. Wenn das funktioniert, könnte es gut werden. Genau. Übertreib mal. Ja, normaler Angriff 200. Bitte was?
Vielleicht auch mal. Okay. Eintagsfliege. Ich würde ja sagen, vielleicht hat man erstmal den Klingensoldaten. Aber okay, dann halt nicht. Spott. Mhm. Dunkelheilung. Danke. Irgendwie. Hoffentlich ist das Fledermäuschen kaputt. Wenn ich nämlich einen vollen Überfall auf das Klingengedönsmonster wohl werfen. Klingelementar. 1400 Grad. Yeah. Easy. Verteidigung. So. Ja, das geht ja noch. Oh ne, eine doppelte Blutung. Puh, das ist nicht gut. Oh. Oha. Spott. Die Verteidigung. Ah, wieder über 20 Minuten sehe ich gerade. Oha. No. Fähigkeiten. Heilung. Heilung. Au. Das hat weh. Haben wir Warmas da. Yay. Ich würde es auch sagen. Yay. So, Fähigkeit. Eine Bombe. Ich glaube, bei dem sollte man das unterlassen, zu spotten. Oh, nee, nicht schon wieder. Auch schon wieder ein Fluch. Oh, komm. Ich möchte nicht. Vor allem, der zieht so wenig ab. Kann man nicht irgendwie was wegen Rüstung zerreißen? Ich glaube, da war doch was. Zählt das mit dazu? Fluch? Ja. Gut. Höllentum. Machen wir das mal. Vielleicht sollten wir doch mal Spott verwenden. Kann ja nichts nützen, ne? War das jetzt richtig gesagt? Ich glaube ja nicht. Spotten. Eindeutig. Spotten. Verstohlenheit. So. Ich habe gerade echt keinen Plan hier. Schnitter wäre noch wieder eine Idee, aber... So. Verteidigen. Das Teil ist ja echt hässlich. Oh, wieder ein Fluch. Warte mal, wir hatten doch... Genau. Mehr Angriffskraft. Na, das wird ordentlich reinhauen gleich, der Überfall. Kann ich nochmal verteidigen? Oh, bei Galli wurde es nicht entfernt, sehe ich gerade. Shit. Machen wir das mal. Ach, du gute Güte. Kritisch mit Fluch, jawohl. Jetzt bist du dran.
Jawoll! Ordentlich eingeheizt im Teil. Ich muss nochmal angreifen, geht gerade nicht anders. Ich kann bloß hoffen, dass ich überlebe. Das war ganz schön knapp, mein Freund. Das war knapp. Ja, gibt noch mal ein bisschen Lebenspunkte. Und RIP. Ich hoffe, Galli kommt Level ab. Dann brauche ich die... Gott sei Dank, da brauche ich keine Heiltränke einwenden. 1266 für 3 so eine verschissene Mobs. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen... nee, das lesen wir beim nächsten Mal. Auch wenn ich es jetzt schon gelesen habe. Egal, ich kann es ja wieder lesen. Ja. Die hat keinen Mana mehr. Alles klar. Egal. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Battle Chasers Network wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.